Kunstgriff. Die Untiere sind wieder unterwegs. Mit frischem Programm, neuen Liedern und News aus dem Rathaus und der Welt. Gast ist Volker Weiniger, TV- und Kölner Karnevalsfigur. Karten gibt es online, bei Thalia, Schuhplatz oder Kunstgriff. Die Untiere, am 17. und 18. Juni im Edith Steinhaus. Gute Unterhaltung wünscht Engelmann Fotografie. Die Frauen wurden früher in der Werbung für doof verkauft, oder? Die hatten es wirklich nicht leicht. Und vor allen Dingen, wenn es um weibliche Hygieneartikel ging. So, und Sie können mir glauben, das ist eigentlich wirklich nicht mein Thema. Aber die Werbung damals, die war so bescheuert, deswegen muss ich das einfach erzählen. Und zwar kann ich mich erinnern an einen Spot, in dem für Tampons der Marke OB geworben wurde. So, und in diesem Spot umschließt dann eine junge Frau den Tampon mit ihrer Hand und sagt dabei folgenden Satz: OB nimmt die Regel da auf, wo sie passiert. So, jetzt sage ich Ihnen was. Als diese Werbung ausgestrahlt wurde, da wusste ich noch nicht viel über den weiblichen Körper. Aber so viel war mir damals auch schon klar. Da passiert es nicht. Anderes Beispiel, ne? Anderes Beispiel. Wir bleiben aber beim Thema. Always Ultra. Die soll ja angeblich besonders saugstark sein. Und um genau das zu demonstrieren, wurde dann in der Werbung ordentlich blau gefärbtes Wasser auf die Binde draufgekippt. Und gleichzeitig wurde unten der Schriftzug Ersatzflüssigkeit eingeblendet. Boah! Da wird den Frauen aber ein Stein vom Herzen gefallen. Was für ein überflüssiger Nonsens, oder? Da würde für mich als Mann doch viel mehr Sinn machen, bei der Werbung für alkoholfreies Bier den Schriftzug Ersatzflüssigkeit einzubringen. Nein, aber seit Neuestem, bei jedem Puffs laufen die Menschen raus auf die Straße. Wobei, bei jedem Puffs ist es ganz richtig, weil der Deutsche demonstriert ja nur zu ganz ausgewählten Themen. Wann geht der Deutsche nämlich auf die Straße? Am Rosenmontag, beim Castor und bei Stuttgart 21. Mit anderen Worten, wenn der Zug kütt. Nein, Entschuldigung, aber was hat uns denn der Franzose hinterlassen? Den Renault Twingo und das Saarland. Ja, herzlichen Dank auch. Ne? Aber bitte, ich will doch nicht zu hart sein. Was willst du schon groß von einem Land erwarten, dass man mal eben in 6 Wochen überrennen kann? So lang dauern bei uns gerade mal die Sommerferien. Da waren unsere Kinder sogar nach dem Feldzug alle wieder rechtzeitig in der Schule. Aber wie gesagt, eines muss man ihnen lassen, demonstrieren können sie. Nun, da können wir uns auch eine schöne Scheibe von abschneiden. Wenn wir gegen ein neues Bauprojekt demonstrieren, dann rufen wir Pfui und Buh. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Wenn der Franzose gegen ein Bauprojekt protestiert, dann zündet er es an. Da hast du doch direkt eine ganz andere Diskussionsgrundlage. Ich war nämlich auf einem evangelischen Gymnasium.
Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass wir da besonders religiös waren. Wir waren so, wie soll man sagen, so normal religiös. Wie die Leute halt so religiös sind. Ungefähr, vielleicht so religiös wie der Mann in dem Witz. Vielleicht kennen Sie den ja auch. Ein Mann fährt durch Köln, ist total nass geschwitzt, weil er einen total wichtigen Termin hat, aber er ist viel zu spät dran und er findet und findet keinen Parkplatz. So, und in seiner Not guckt er dann hoch zum Himmel und fängt an zu beten. Lieber Gott, wenn du mir jetzt einen freien Parkplatz zeigst, dann schwöre ich dir, ich werde jeden Sonntag in die Kirche gehen und nie wieder Alkohol trinken. Und wirklich, puff, wie durch ein Wunder, taucht plötzlich vor ihm ein freier Parkplatz auf. Da guckt der Mann wieder nach oben und sagt, hör mal, ist gut, hat sich erledigt, ich habe einen gefunden.